So, meine Lieben, und vielleicht auch Bösen, weiß ich ja nicht. Heute haben wir uns wie vor einer ganzen Weile mal versprochen, den großen Survival-Rucksack, den Big Prepper-Bag. Wir fangen auch erstmal oben an und mit den Sachen, die außen sind. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher von den Tasmanian-Tigern-Versionen das war. Ich glaube, es ist schon eine MK2-Version. Aber irgendjemand weiß das bestimmt. Wir fangen an mit dem Strohhut. Ein bisschen Schutz vor der Sonne plus eine nette Taschenlampe werden wir brauchen. Hauptsächlich, weil dann können wir 3A-Batterien benutzen. Ein Regenponcho, gleichzeitig auch ein Tarp. Nur so just in case. Wir haben aber auch ein Zelt. Dahinter verbirgt sich ein Tuch in Tarnfarben. Einfach nur als Unterlage, falls man mal was braucht. Wow. Eine schöne Warnweste, weil vielleicht möchte man ja manchmal gesehen werden. Eine Tasse mit ein paar Batterien drin. Batterien werden übrigens noch erweitert, das sind nicht die einzigen, die hier drin bleiben sollen. Schnittfeste Handschuhe, nehmt euch welche mit, könnt ihr immer gebrauchen. Selbst wenn ihr nur Holz sammelt, haut euch keine Splitter in die Pfoten. Nasses Klopapier, weil feuchte Toilettenpapier ist immer nett, wenn man sich nicht trocken den Hintern abputzen möchte. Ein Handtuch, multifunktional, weil kann man für alles verwenden. Und ein Bandana mit einem Gürtel da drin. Weil Ersatzgürtel kann nicht schaden, sonst hängt euch die Hose auf irgendwann mal runter und dann habt ihr ein Problem. Der Rückseite hiervon, netterweise auch schön passend hier mit eingeklemmt. Ein Stück Holz mit, ich glaube, das sind noch 20, 15 Meter Seil so in etwa. Sehr nützlich, könnt ihr auf jeden Fall auch gebrauchen. Brauchen wir eigentlich für das Zelt, was hier drin ist, nicht, aber kann nicht schaden. Auf der Seite Essbesteck. An einer Extratasche schön mit Kabelbindern, kann ich euch auch noch empfehlen. Holt euch wieder lösbare Kabelbinder. Sind, glaube ich, auch Magazintaschen gewesen ehemals. Der Seite, der gute alte S-Bit-Kocher und ein bisschen S-Bit extra. Haben wir schon mal eine Kochmöglichkeit, wobei wir uns natürlich nicht nur auf S-Bit verlassen wollen. Unsere ersten Feuermacher, Streichhölzer plus Feuerzeug, etwas trockenes Material. Auf jeden Fall nützlich. Eine kleine Schaufel. Warum nur eine kleine Schaufel? Meine Güte, wir müssen keinen Graben ausheben. Wo kommen wir denn hin? Reicht, wenn wir so ein bisschen was schaufeln können. Und ein erstes Taschenmesser für kleinere Holzarbeiten oder was man auch immer mal schnibbeln möchte. Die sind optional. Nur falls ihr Bock drauf habt, habe ich mir mal eingesteckt. Hier in dem Erste-Hilfe-Satz sind anderthalb Erste-Hilfe-Kästen drin aus einem Auto. Reichen eigentlich, weil wenn euch Schlimmeres passiert, seid ihr eh erledigt, wenn ihr nicht zum Arzt kommt. An den Seiten jeweils dann noch einmal ein Verbandspäckchen und eine Fixierbinde im Schnellzugriff. Und übrigens hinten, wie ihr sehen könnt, wir haben auch noch Crocs dabei. Eine Lampe, LEDs, drei verschiedene Stufen, einmal in Rot für den Fall, dass man nicht so auffallen möchte. Und die ersten 2 Liter Wasser auf Zugriff, damit man trinken kann. Eine Machete. Warum eine Machete? Sind eigentlich nützlicher als Äxte, weil beides ist sehr laut, wenn man damit versucht, irgendwas zu hacken. Kommt man aber besser mit durch Brombeeren und anderes Gestrüpp. Ist auch sehr schön zum Batoning, weil ihr habt auf jeden Fall viel Klinge und Fläche dafür. Hier unten einmal ein Straßenatlas für ganz Deutschland, wasserdicht verpackt. Kompass haben wir natürlich auch einen dabei. Holt euch einen stabilen, so wie den hier aus Metall. Da spart man besser nicht. Könnt ihr euch wenigstens orientieren. Und auch im Schnellzugriff Toilettenpapier, weil das sind normalerweise Notfälle. Dixi, wenn es um die Wurst geht. Hier auf der Seite ein weiterer Feuermacher. Eine Lupe. Vergessen viele Leute, aber glaubt mir, mit so einer Lupe könnt ihr auf jeden Fall schön Feuer machen, wenn es sonnig ist. Für den Fall, dass ihr oldschool bleiben wollt, Cowboy-Streichhölzer und Sturmfeuerzeuge plus ein paar Kerzen. Nicht zu vergessen, noch eine Säge. Warum eine Säge? Ist eigentlich für die Holzarbeiten das Beste, was wir haben können. Können da alles mitmachen. Die Sägespäne sind eine schöne Unterlage zum Anfeuern. Und noch einmal ein Messer. Etwas größer für stabilere Arbeiten, falls ihr braucht. Just in case. So, komm, legen wir dich auch noch hier bei. Dann sind wir auf der Außenseite eigentlich schon fast fertig. Jetzt kommen wir zu den ersten Originaltaschen. Auf der Seite natürlich unsere erste Futterration. Eigentlich sind die für 24 Stunden ausgelegt, was natürlich reicht. Und 2 Liter Wasser.
Natürlich jetzt gerade noch leer, weil warum sollte ich Wasser hier rumgammeln lassen? Die nächste Originaltasche, die wir hier hatten am Rucksack. Ebenfalls eine First Strike Ration. Haben wir schon bei unseren 24 Stunden extra. Nur bei 48. Und nochmal 2 Liter Wasser. Damit wir auf insgesamt so unsere 6 Liter Wasser kommen. Das sollte eigentlich reichen, weil wir leben nicht in der Wüste. Und zu guter Letzt kommen wir hinten auf die Rückseite langsam. Oh, schau euch das an. Ein Tarnnetz für das Tarnzelt, was ihr später sehen werdet. Bleibt immer schön da. Nicht abhauen. Diese Tasche ist übrigens Anbau. Die habe ich mal irgendwann geholt. Aber passte super da dran. Eine Hängematte. Weil auf dem Boden schlafen ist scheiße. Können wir uns dann natürlich die Isomatte sparen, wenn wir in Luft hängen. Ein Hoboofen, damit wir mit Holz befeuern können. Das wäre dann jetzt schon unsere nächste Möglichkeit zu kochen. Und das gute alte Stück Wehrmacht. Auch sehr nützlich. Da wird dann drin gekocht und gegessen. Den Ring haben wir natürlich auch noch dafür. Ist jetzt nach Fliegen gegangen. So. Alles ist natürlich jetzt nicht sehr spack gepackt, weil muss ja nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen Volumen haben für ein paar andere Sachen, die wir vielleicht noch da reinpacken wollen. Jetzt kommt der Löwenanteil. Einmal die Bundeswehrhose. Einmal die Bundeswehrjacke. Huch, gleichzeitig mit rausgeflogen ist unsere Ladung Ersatzkleidung. Also T-Shirt, Unterhose, Socken. Dann das Schwerste, das gesamte Zelt. Das ist dieses Recon 1 oder wie sich das genannt hat. Auf jeden Fall auch zu empfehlen. Schönes Packmaß, nicht zu schwer. Gefolgt von unserem Schlafsack. Ich glaube, wie weit ist er überhaupt haltbar? Gut genug. Sollte auf jeden Fall auch reichen. Weil ich meine, wir bauen uns ja auch nur eine Unterkunft, wenn wir sowieso schon draußen sind. Die gute alte Falt-Isomatte. Weil, warum auch nicht, wenn wir auf dem Boden liegen. Eine Zahnbürste. Jetzt nur die Zahnbürste. Ich weiß jetzt nicht, wo die Zahnpasta hin ist. Vielleicht finden wir sie auch noch da. Ich würde sagen, haben wir auch. Weil das ist leider mal aus Versehen eine der wenigen Sachen, die wichtig sind. Weil ihr glaubt nicht, wie scheiße das ist, wenn man Zahnschmerzen kriegt. Nochmal ein kleines Handtuch. Und ein Block Seife. Jetzt gerade leuchtet in der Sonne, als gäbe es keinen Morgen. Jetzt schon mal hier auf der Seite. Ah. Ein Satz mit Wechselkleidung für kurzes Wetter. Das ist eine kurze abgeschnittene Tarnhose und eine sehr dünne Weste oben drüber. Ist auf jeden Fall schön luftig für den Sommer. Ein großes Handtuch, weil universal zu verwenden, falls man sich abtrocknen möchte oder irgendwie einfach nur drauf sitzen möchte. Entweder für um den Hals oder vor das Gesicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich die aussprechen, aber habt ihr alle schon mal gesehen. Manche sagen dazu Bombenleger-Tücher. Wo sind wir jetzt? Ah, die erste Ladung für kaltes Wetter. Wechselkleidung, das ist sogar eine, ja, das ist eine Wollmütze. Da drin haben wir sogar noch Wollsocken und ein paar lange Unterhose. Lange Unterhose, weil wenn es kalt wird, ist es das Beste, was wir haben können. Schöne Handschuhe, sehr dick gepolstert, auch für kaltes Wetter, weil dann haben wir sowohl warmes Wetter wie auch kaltes Wetter abgedeckt. Das Innenfutter von der Bundeswehrjacke, natürlich dann auch für kaltes Wetter, wird so weit nach unten gepackt, weil wir werden das jetzt erstmal nicht brauchen, wir haben Sommer. Und hoffentlich braucht man diesen Rucksack auch, wenn nur im Sommer. Und ich glaube, jo, wir sind sogar fertig. Schaut euch das an. Uff. Gut, den Haufen, den ich jetzt hier rausgeholt habe, den schaut euch besser nicht an. Aber vielleicht bringt euch das so auf ein paar Ideen. Damit könnt ihr hoffentlich was anfangen. Eigentlich müsste das fast alles abdecken, was man braucht, wenn man draußen unterwegs ist. Sogar noch eine Möglichkeit zu sitzen. Wobei der ist jetzt eigentlich mehr dazu da, damit man den Rucksack nicht auf den Boden stellen muss, wenn man irgendwo im Wald ist. Die Sitzmöglichkeit ausstellen. Ups, das gute Ding da drauf, an den Baum anlehnen, fertig. Oh meine Güte, das sieht jetzt so... Oh, den muss ich jetzt gleich wieder neu packen. Da habe ich schon keine Lust drauf, aber jetzt... Ich habe euch versprochen, ich wollte euch den großen Rucksack mal zeigen. Da müsste eigentlich alles drin sein, was man in Anführungsstrichen braucht, um draußen zu überleben. Oder im Notfall anderweitig klarzukommen, wenn man jetzt keine normale Unterkunft mehr hat oder sich denkt, ich möchte mal ein bisschen anderweitig campen, so
für einen tragbaren Wohnwagen, wie ich das da gerne bezeichne. So, you have a good one.